So. Ist doch eigentlich schön so, oder? Ich glaube, das hier ist so ziemlich der Ausleuchterradius dieser Fackel. Warum hat man den eigentlich nicht rund gemacht, sondern so hässlich diagonal? Wäre viel schöner, wenn es so richtig schön kreisrund wäre. Ich sehe jetzt schon irgendwie nichts mehr. So. Gut. Oh, das sieht aber auch cool aus. Deshalb brauchen wir auch wieder ein paar mehr Schaufeln dafür. Also wirklich. Aber jetzt wollen wir zuerst mal das Holz hier abfällen. Gut. So. Ah. Wir sind gleich unten. Wahnsinn. Ist ja schön. Das ist ja mal eine angenehme Überraschung. Damit hätte ich jetzt fast gar nicht gerechnet, dass sie jetzt bald unten sein schon könnten. Bereits. Oh. Ich glaube, bevor ich weitermache, tun wir hier erstmal jede Menge. Steine in unser Lager hochbringen. Wir haben auch keine Holz. Ah, doch, wir haben noch Holzstämme da. Den restlichen Stein machen wir lassen wir unten für die ganzen Werkzeuge. Müssen wir auch wieder irgendwo raus hin herstellen. Und ja, dafür ist Holz unumgänglich. Nein, danke. Fast wie wirklich, wir sind in der Steinzeit. Da brauchte man ja auch Holz für alles. Mittlerweile haben wir Werkzeuge. Unter anderem neben Holzgriffen, die immer noch sehr verbreitet sind. Ich nehme an. Oh. Ich nehme vor allem auch an, dass die Holzgriffe immer noch sehr weit verbreitet sind, weil sie einfach viel angenehmer in der Hand liegen als Wolle. Nein, als das ganze Plastikzeug, ja. Aber Holz einfach merkt, dass es ein natürliches Produkt ist. So, hier geht es in unser Lager rein.
Das ganz kleine. Jetzt haben wir hier wieder natürlich die tollste Challenge von allen. Aber den weitesten Weg mit der Maus zuerst. Können wir uns nachher freuen, wenn die Wege nicht mehr so weit sind. So. Oh, die Wolken ziehen mal wieder durch den Schädel. So. Das war's erstmal. Da unten das Schaf erstmal. Einmal knuddeln. Darf man so eigentlich knuddeln sagen? So. So. Jetzt haben wir auch Weizen. Hi. Ich dachte mir schon, das folgt mir jetzt wegen dem Weizen. So. Ja. Ja, ich immer noch. Oh cool, ich habe sogar jetzt mittlerweile eine normale Armbewegung. Im Third Person. Ein Huhn, hi. Na komm doch her. Das sind also sogar zwei Federn, keine Ahnung, was wir mit denen machen können, aber wir haben sie. Kann ich daraus eigentlich irgendwas herstellen? Zerbrot. Oh, das ist... auch nicht stackbar. Cool. So, und dann noch Äxte. Gut. Mal schauen, ob 8 Äxte reichen für das, für den ganzen Spaß. Weiß es ja nicht. Wenn ja, wäre es auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool. Es freut mich schon mal, dass das mit dem Decayen hier wieder funktioniert. So, jetzt ist es doch passiert. Erinnert mich bitte daran, dass ich hier noch eine Axt im Inventar habe. So, und auch, dass ich jetzt hier diese Blöcke quasi update und verändere und da das Decayen anfängt, müsste links auf der Seite dann gleich das weitergehen. Eigentlich, so rein logisch gesehen. Ich hoffe, das ist dann auch so. Oh, hoppla. Okay, das ist ein großer. Hochstecken.
So. Okay. Die Größe von diesem Baum war eher so, geht so. Reicht dann doch eher noch der links daneben? Es scheint so. Generell wirkt das Holz teilweise echt etwas random in die Bäume reingespawnt. Also Esther kenne ich zumindest keine wirklichen. Oh ja, das hat tatsächlich funktioniert. Mit dem Updaten der Blöcke. Okay, da vorne. Oh lol, da ist er noch. Hä? Warum? Lol. Das ist komisch. So. Gut, auf jeden Fall das mit dem Abfällen ist jetzt wieder deutlich angenehmer als vorher. Alter, du meine Güte, wie viele Setzlinge da vorne rumliegen. Alter, Wahnsinn. Gut, dass das echt nicht übertrieben ist hier. Was diese Decay-Raten, das heißt nicht die Decay, sondern diese Setzling-Drop-Raten betrifft. Alter. Habe jetzt vielleicht eine Axt verbraucht und ich habe schon über einen Stack Setzlinge. Okay. Nee. Da habe ich eine ganz besondere Idee, was wir mit dem Baum machen. Ist das ja überhaupt unsere... Ah nee, schade, das ist zwei Blöcke tiefer. Ja, dann... Dann tut's mir leid, Herr Baum. Dann müssen Sie gehen. Der hat sich doch quasi angeboten für so ein kleines Baumhäuschen, oder? War nicht gerade klein. So. Ja. Hier ist der Stamm. So.